Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier aus Minecraft Realm Server. Und zwar ist das auch die dritte und die letzte Folge, die ich bringen werde von dem Server, denn das Ganze hier wird nämlich doch wieder beendet. Wir haben das Ganze hier als Test mit ein paar Freunden ausprobiert und ja, wir haben hier ein bisschen gebaut und gemacht und getan. Aber das Ganze soll nicht für die Zukunft sein. Vielleicht wird es irgendwann weitergespielt. Aber wie gesagt, war das jetzt mit dem Realm erst einmal diese 2 Wochen, die man testen kann, war erstmal nur ein Test. Und da werden wir gucken, ob wir das verlängern oder nicht. Aber wir denken wohl eher doch nicht, weil wir dann doch andere Ziele und andere Sachen noch machen und auch mehr PvP-orientiert sind, die anderen Leute und so weiter und so fort. Und da rentiert sich einfach nicht so ein Bauserver. Sollte er dann doch noch wieder irgendwann reanimiert werden und dann werde ich mich nochmal melden und werde irgendwann wieder Folgen von bringen. Aber heute erst einmal dazu, wir wollen aber ein bisschen angucken, was hier noch so geschafft wurde. Ich habe die Rechte wiederbekommen und das hier ist ja mein ganzes Reich. Ich habe auch wieder mein altes Texturpack wieder. Sieht jetzt alles mal ein bisschen anders aus. Da sieht hier auch das Nether-Portal gleich ganz, ganz anders aus. Da kann man nämlich direkt hindurch gucken. Und wer nicht weiß, welches Resource Pack das ist, da kann ich gleich nochmal zu gucken. Das ist für die 1.11 eigentlich nur dieses Equanimity 1.11. Also so gesehen, das Gleichmut müsste das heißen auf Deutsch. Ja, also das heißt auf Deutsch auf jeden Fall Gleichmut 1.11 und das gibt es in verschiedenen Versionen. Ja, und das hier, meine Base ist das ja hier, das kennt ihr ja schon, das habt ihr gesehen, wo ich es schon vorgestellt habe, hier mit TNT-Kanonen vorweg, auch immer ganz nice gemacht und ja, das Ganze mit einem Firewall und dann habe ich hier weitergebaut, so eine kleine Burg versucht anzufangen zu bauen, die aber auch nicht fertig geworden ist, weil ich da momentan auch nicht so Zeit und Lust zu hatte, weiterzubauen. Nun gut, gucken wir uns noch mal ein bisschen was anderes an, was bei den anderen Leuten so passiert ist. Da drüben war ja von dem Link the Warrior das Haus hier. Der hat auch ein super Haus gebaut. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist, glaube ich, gleich ein Haus für eine 10-köpfige Familie hier. So groß wie das geworden ist, finde ich. Und da ist auch noch irgendwas unter Wasser. Das kenne ich noch gar nicht. Da gucken wir gleich mal hin. Irgendwas Geheimes. Wir gucken hier erstmal rein. Ja, schön eingerichtet alles hier. Wunderbar. Sieht richtig gut aus. So, hier geht es auch noch hinauf. Hier geht es noch um die Ecke herum. Ja, super. Das sieht sehr gut aus. Alles super eingerichtet. Und Schlafzimmer, Küche, Durchgangsflure hier. Schön dekorativ vor allen Dingen eingerichtet. Und was für hohe Wände. Mein Gott, das ist ja wie. Heieiei. Sowas kann ich. Sowas mag ich gar nicht, wenn die Wände so extrem hoch sind. Lieber so 2 Meter, 2,50 reicht. Aber alles, was über 3 Meter ist, ist für mich, denke ich mal, so ein bisschen zu heftig. Aber man kann natürlich dann schöne Sachen reinbauen, wie diese Hängelampe zum Beispiel. Hier hat er sein Lager und seine Bibliothek. Gar nicht mal so schlecht. Sieht sehr gut aus. Alles gut strukturiert und geordnet. Kann man nicht meckern. Kann man wirklich nicht meckern. Alles ist an seinem Platz. Hab deine genutzten und deshalb neue gemacht. Lieben Gruß Krabi. Ach so, den Amboss genutzt. Ach so. Aha. Gut. Dann hat er auch hier einen Esel und ein Pferd. Habe ich auch bei mir zu Hause in der Base. Aber wir gucken erstmal hier hinten hin, was dort ist. So, wie habe ich denn hier? Ach nee, kann ich jetzt gerade gar nicht gucken. Egal. Auch nicht so wichtig. Wollte nur gerade was gucken, aber ist nicht so wichtig. So, was haben wir hier unter Wasser? Soll so eine irgendwie so eine Unterwasserbase oder sowas sein oder werden? Vielleicht ein Gewächshaus unter Wasser oder sowas? Wie kommt man da überhaupt rein? Da kommt man gar nicht rein irgendwie. Habe ich das Gefühl. Vielleicht von unten. Gibt es irgendwo einen Eingang, einen versteckten von unten? Ich glaube nicht. Nee. Sollte vielleicht dann irgendwann noch was werden, dass man da vielleicht reinkommt. Gute Frage, nächste Frage. Und was ist das da hinten für ein Riesenbaum überhaupt? Der sieht auch mal lustig aus. Da hat sich mal einer einen kleinen Spaß erlaubt. Hier ein Riesenweizenfeld. Wunderbar. Das Ganze natürlich direkt über ein Wasser gebaut. So hat das Ganze hier natürlich immer Wasser.
und man braucht nirgendwo mehr was hinbauen. Das ist natürlich sehr praktisch. Auf diese Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, wenn ich das so nicht gesehen hätte hier also so wie es hier aufgebaut ist, wäre ich nie drauf gekommen, das so über ein Wasser zu bauen. Ich weiß nicht, ich habe immer diese Rillen zwischengebaut. So ist es natürlich einfacher. Muss ich mir mal merken, wenn ich mal irgendwann was anbaue. Joa, dann haben wir hier auch noch ein Haus. Ich weiß gar nicht, wie der Spieler heißt. Hab leider den Namen vergessen. Was? Eisenblöcke? Vier Eisenblöcke. Wie, wo, was? Aha, okay. Hier so ein kleines Baumhaus sich eingerichtet. Finde ich ganz super. Oder wohnt hier der Krabi? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier schönes Baumhaus. Wasserquelle hat er auch. Ja, alles, was man braucht, ist da, ne? Sieht ganz gut aus. Ah, gut, ich hätte ein Baumhaus vielleicht noch ein bisschen anders gebaut. Ich weiß nicht. Nicht so offensichtlich, sage ich mal, direkt auf dem Baum. Ich hätte es vielleicht noch so ein bisschen versteckter gebaut. Aber da ist ja jeden seine eigene Kreativität. Da ist jeder seine eigenen Kreativität gefragt und muss auch jeden so gefallen, wie er es für richtig hält. Jo. Guck mal, was ist hier noch so ein kleines Lagerding oder was? Rotes Blau, Zahnlücken Johnny. Genießt die Rente. Jo, alles klar. Ja, danke fürs Lesen. Supermans Lager. Aha, wer ist ein Superman? Den kenne ich noch gar nicht. Hier geht es wahrscheinlich in eine Höhle, da wollen wir jetzt nicht runter gucken. Und wir gucken mal weiter. Gibt es da nicht komische Konstruktion da unter Wasser noch, was ihr gebaut habt? Nee, die gibt es da, glaube ich. Doch, da gibt es auch noch was. Da wurde auch irgendwas gebaut. Ich weiß immer noch nicht, wofür das zu nutzen ist. So, hier ist das Haus von dem guten Jack. Das kenne ich noch. Jack kenne ich auch. Das vergesse ich nicht. Denn den haben wir schon oft genug getrollt hier. Haben wir mal ein paar Fallen vors Haus gebaut. Ich weiß nicht, ob er drauf reingefallen ist. Das hier waren die Händler. Ja, genau, die kleinen Händlerhäuschen hier. Genau. Und hier der enorm große Baum. Ja, nice. Wollen wir den nicht noch ein bisschen höher bauen? Finde ich. Der ist auch noch gar nicht so hoch. Das könnte doch so ein richtig schöner hoher Baum werden. Da können wir das Ganze doch noch mal so ein bisschen versüßen hier. Wer auch immer das Ganze hier angefangen hat, können wir uns auch noch einen kleinen Spaß erlauben. Wo gibt es denn hier Dingens? Knochenmehl. Kann man eigentlich mal machen. So, das einmal aktivieren. Ein bisschen Erde drauf. Setzling. Und zack, haben wir einen. Schon ist er wieder höher. Kann ich auch noch mal einen draufsetzen. So, machen wir das auch noch mal hier. Das ist lustig, sieht auf jeden Fall gut aus, finde ich. Boah, der ist auch hochgewachsen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist wahrscheinlich schon höher als mein Turm hier. Jo, auf jeden Fall höher. Ja, komm. Einen setzen wir noch drauf, würde ich sagen. Einen gönnen wir uns noch. Einfach nur so spaßeshalber. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Joa, wunderbar. Derjenige, der irgendwann mal diesen Baum abbauen sollte, der hat auf jeden Fall dann genug Eichenholz zur Verfügung, würde ich sagen. Ja, komm, so lassen wir's. Sieht doch gut aus. Kann man mal so stehen lassen. Na gut, was heißt gut? Gut ist was anderes, aber gut, kann man einfach machen, ne? Jo. So, was haben wir hier? Schönen Pferdestall hier für die Pferde. Weizen, nee, Melonen. Was war das hier nochmal? Rettich? Nee, rote Beete, genau. Rote Beete, Melonen, Kartoffeln, Rüben und jede Menge Kartoffeln. Alles an ein Stück. Näserwarzen wachsen hier sogar auch. Also hier ist reichlich ausgesorgt. Der hat sogar ein Pferd mit Diamantrüstung. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Das hat nicht jeder sowas. Hier wahrscheinlich sein persönliches Lager. Oh, hier sogar Alter. Verzauberte. Was hat er? Verzauberte Sachen. Die interessieren mich aber mal. Wie verzaubert die so sind. Na ja, gut, okay. Jetzt nicht gerade das Beste, aber auch nicht das Schlechtste. Ach, jetzt habe ich das auch noch, weil ich im Kreativmodus bin. Zack und weg. Brauche ich nicht.
Haben wir hier. Wir müssen sagen, so ein bisschen blöd aus. Als wenn die da nicht hingehören sollen. So, was haben wir hier noch? Einen schönen Hafen. So eine Art Hafenhäuschen, sagen wir mal eher. Ah doch, es ist ein richtiger Hafen eigentlich. Hier mit Anlegeplatz für Boote. Jo, das ist doch nice. Das sieht gut aus. Aber wie kommt man da oben in das Gebäude rein? Das ist jetzt wieder so eine Frage. Gibt es da noch irgendwo einen Eingang? Da muss man doch irgendwie reinkommen. Wo kommt man von hier innen? Gibt es da noch irgendwo eine Leiter? Das kann ja nicht sein, dass man da gar nicht hinaufkommt. Das wäre ja langweilig, wenn man das Haus da oben nicht bewohnen könnte. Okay, man kommt tatsächlich nicht dort oben hinauf. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Kann man hier irgendwo was einreißen? Warte mal, lass mich mal gucken. Was ist denn da? Klar, sieht doch aus wie eine Treppe. Ach so, hier hinter versteckt. Jawohl. Alles klar, habe ich nicht gesehen. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Man kann hier sogar hoch. Das ist ja nice hier. Schön mit Aussicht und mit, ja, mit so einem kleinen Café oder sowas. Restaurant, wie auch immer. Wo man sich dann mal hinsetzen kann, die Aussicht genießen und so weiter. Essen, trinken. Wunderbar gestaltet hier. Also das mit der Treppe, das war jetzt wirklich sehr gut gemacht. Habe ich nicht gesehen. So. Machen wir mal wieder ein bisschen hell. Und gucken mal, was da unten los ist. Okay, das ist dieses komische Konstrukt hier, wovon ich keine Ahnung habe. Lasse ich auch mal so stehen. Dann gucken wir auch mal hier hinten zu dem Spieler hin. Weiß ich leider auch nicht mehr vom Namen her, wer das war. Und der hat sich hier auch, der will ja auch einen kleinen Hafen wohl bauen oder irgendwas wird das hier. Sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus mit so kleinen Hafensfischergeschäften und so weiter und so fort. Kann man hier mit Dorfbewohnern handeln. Sieht auch wirklich gut aus. Und hat sich hier auch so ein kleines eigenes Reich zusammengebaut hier mit Schienen und Weizenfeld. Also ist auch Selbstversorger, wird hier nicht verhungern, auch wenn er so weit von uns weg wohnt. Hat hier ein super Haus. Pferde hat er auch. Ich weiß gerade nicht, was das hier war. Können wir gleich mal gucken. Das Leuchtfeuer, okay. Aber das Leuchtfeuer kann doch hier, kann das? Das konnte doch irgendwas machen. Das konnte doch irgendwelche Sachen in irgendeinem Umkreis verstärken, zum Beispiel. Ja, genau, das konnte es auch. Ja, hier klein, aber fein, ne? Und alles mit dabei, was man so braucht halt hier in so einem Haus. Und, ey, lass mich mal wieder raus. So. Oh, da kann man schon seinen Spaß mit haben, ne? Joa. Und ist das jetzt hier noch irgendwie weitergegangen? Hier ist noch, oh mein Gott, wie weit hat er denn den Weg hier gebaut? Der Weg, der Weg, der Weg, der geht, der führt noch bis hier hin. Okay, der führt bis hier hinten hin. In eine Höhle. Ach, und da hat er sich wohl eine Höhle gebaut. Ja, alles klar. Ja gut, und da haben wir jetzt erstmal wieder genug gesehen. Auf jeden Fall. Ich werde nochmal so ein Stück zurück, dass ich, falls ich hier nochmal wieder raufkomme, nicht, wenn es ein bisschen länger dann jetzt her ist, also wenn es dann ein bisschen länger her ist mit den Spielen und ich dann irgendwann wieder hier drauf joinen sollte, dann ist das Problem, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, dann bleibe ich lieber, sage ich mal, so direkt hier und dann weiß ich ungefähr, wo ich bin, dann brauche ich ja nur zurück zur der Burg fliegen. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das erste Mal für diese letzte Folge hier. Vielleicht kommt irgendwann noch mal wieder was, vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und danke fürs Zugucken. Dann sage ich erst einmal wieder, macht's gut und schaltet bei einem meiner nächsten Let's Plays wieder mit ein.